Nun zur Kunst und Kultur. Das amerikanische It-Girl Vera Wilson hat gestern um 16.45 Uhr in Los Angeles einen Furz gelassen. Er hatte das Volumen von 23 Kubikzentimetern und wurde in G-Moll vorgetragen. Actimel Austria hat die Patenschaft übernommen. Österreich. Der geplante Bau der Enser Schnellstraße hat... Schnellstraße? Ems ist doch eine Chitter Slow, oder? Sind wir nicht so schnell? Wir haben nur 10 Minuten. Nun zur Außenpolitik. Hast du was? Nein. Und nun zur Innenpolitik. In der aktuellen Diskussion rund um das Thema Was ist das große Dingsbums und wie werden wir das Hurz wieder los, haben sich nun Politiker aller Parteien zu Wort gemeldet. Wir zeigen Ihnen eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Meldungen. Das die HC-Stracheleier. Rums! Das große Dingsbums ist blond mit Zopf, es steht gern hinter Herd und Topf. Das Kurz spricht Deutsch nicht gut, hat auch kein deutsches Blut, und das ist doof. Und seine Hürzel schlacht Ziegenbürzel im Hinterhof. Der Werner Feimann schon. Ich bin der Werner Feimann, fuhr die Schuhe, sang mir zu groß eine Spur, aber mein Dingsbums-Onkel Hans, der hat gesagt, ich kann's. Jetzt trüttel ich schüttle ich, der Fäusel will nicht hinter mich. Ich glaub, er ist mit dem Hurz im Bund, den hau ich auf den Mund. So hat der Jörg das auch empfunden. Mein großes, süßes Dingsbums, das war dem Jörgsen. Hallo! Das Schloss hat gestern umgelegt, den Kämpfer Himmel so. Hallo! Jetzt macht das Dezembö. Ein Riesen macht Bagö. Und alle rennen wieder zurück zur FPÖ. Mein großes, süßes Dingsbums, das war dem Jörgsen. Leid!
Neben Alkohol zählen besonders aggressive Fahrweisen im Straßenverkehr heute zu den häufigsten Unfallursachen. Das folgende Schulungsvideo über psychologisch geschultes Verhalten im Straßenverkehr hat uns der ÖATC zur Verfügung gestellt. Liebe Unfallpartnerin, ich nehme Sie als wertvolles Mitglied der Autofahrergemeinde wahr. Aber könnte es sein, dass Ihre visuelle Wahrnehmung von den Verkehrszeichen von der allgemeinen Auffassung differenziert? Ja, schießt dann nachher erst die Opel, weil du dir kommst, nicht die Augenvertrag? Na genau, schau doch mal aus, da geht es so blöd hinüber. Vielen Dank für Ihr wertvolles Feedback, meine individuellen Fahrweise. Aber ich denke doch, auch im Fall Ihrer offensichtlichen rot-grünen Sehschwäche besteht doch ein Grundsatz bezüglich der Unverletzlichkeit fremder Kofferraumhaube, gell, ja? Erst, ich polier dir gleich die Fresse, ha? Ihre auditiven und visuellen Reize assoziieren mir negativ. Diese externe Wahrnehmung ist Auslöser für eine internale, kinästhetisch negative Repräsentation. Ja, du Arschloch. Ich glaube, du brauchst einen Punkt in die Eier. Aber ich bin wirklich dringend in Spannungsregulation. Aber auch meine negativen kinästhetischen Gefühle gehen durchaus einem Höhepunkt entgegen. Diese geschissenen Autofahrerschlampen, die können alle verboten auf der Straße. Meine neuronalen Rezeptoren induzieren eine ablehnende Position gegenüber der weiblich-geschlechtlichen Population. No, halt du kleine Kuhle, kein Auftrag bei den Frauen. Na, es wäre wirklich sehr fein, wenn Sie aus dem Kinder-Ich herauskommen könnten. Mir auf einer gleichwertigen, transaktionalen Erwachsenen-Ich-Ebene zu kommunizieren. Ja, du Schlampen! Erotonamen fortgeschrittenen Grads. Gastrointestinaler Katalysator. Klare Sau! Adipöser Paarhufer. Kaffee! Urinabsonderungskeramik. In einem sensationellen Experiment über die komplizierte Entstehung des Lebens fanden Wissenschaftler erstmals die Gründe für den europäischen Geburtenrückgang. Beim sogenannten Links gehen Sie nicht mehr aus. Wieso? Gute Sex braucht länger als eine Minute, wir sind schon bei Minute 9. Ja. Sag mal extra das Kostüm mit. Ja. Und da hat es auch diese Berichterstattung gegeben, das wäre eine Kostümorgie hier. Ja. Aber wenn man gewinnt? Ja, wenn man gewinnt, wird man eine Zugabe kriegen. Dann kommen wir zum Schluss noch. Der Blick aufs Wetter. Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.